Hallo liebe Freunde, ja, jetzt ist es raus. Die Bundesregierung hat gesagt, dass der Dezember für uns auch komplett ausfällt und die Maßnahmen bis weit in den Januar hinein gezogen werden. Und jetzt müssen wir einfach das leider so hinnehmen. Wir können nichts ändern. Ja, Silvester fällt für uns aus, 7 Gänge um die Welt fällt für uns aus, Weihnachten fällt aus. Aus geschäftlich gesehen, natürlich. So gesehen fällt es ja nicht aus, ja. Und wir werden uns auch einige Maßnahmen überlegen, beziehungsweise einige Aktivitäten vornehmen, ja, so Live-Cooking und wir machen spezielle Pakete für Weihnachten oder auch für Silvester für euch. Da sind wir gerade dran. Ja. Eigentlich seit heute erst dran, deshalb kann ich da noch nicht ganz genau fix alles sagen. Natürlich, ich sage euch ganz ehrlich, auch wenn wir immer positiv sind, wir müssen natürlich selber auch mit der Situation erstmal so ein bisschen klarkommen. Ja? Klar, wir sind noch weiter am Renovieren und mental sind wir sowieso schon im nächsten Jahr für die nächste Saison, beziehungsweise die fängt ja für uns ab Frühjahr an. Wir haben ja die Termine 7 Gänge um die Welt in den Februar geschoben, optimal, ja. Wir rechnen echt damit und davon bin ich fest überzeugt, dass wir das auch wahrnehmen können am 13. und am 20. Februar, an diesen beiden Wochenenden. Also ganz ehrlich, bis dahin muss es einfach nach unten gehen. Es muss einfach, ja. Wo soll es denn noch hingehen? Ich spekuliere auch darauf mit dem Impfstoff und so, dass das dann alles sich in das nächste Jahr hinein etwas entspannt. Und natürlich mit diesen Maßnahmen, mit weniger Kontakte etc. Ja, ja. Am liebsten hätte ich euch was anderes gesagt. Ja. Und wir machen trotzdem weiter. Es hilft ja nichts. Wir machen einfach trotzdem weiter, machen das Beste draus. Geht spazieren, ja, räumt den Dachboden noch auf. Jetzt können wir, jetzt haben wir ja alle schon aufgeräumt, jetzt können wir noch abschleifen und ausbauen, oder? Ist ja, ja, tja, also ich hoffe echt, dass uns das sowas nie mehr passiert, ja. Aber wie gesagt, es hilft nichts, wir machen weiter und ja, wir haben auch nochmal einen Bestellungsschub jetzt gekriegt heute, ja, von das Gänsepaket und Ochsenbäckchen Hirschsauerbraten. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber, aber das ist wie an der Börse, ja, wenn da was passiert, zack, am nächsten Tag sieht man das direkt, ja. Bleibt gesund und bleibt immer positiv. Tragt die Sonne in eurem Herzen, ja. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.